zugeschaltet Stefan Gent, Hauptgeschäftsführer des Handelsverband Deutschland aus Berlin. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ja, und schon seit längerem berichten wir darüber, dass man sich Sorgen machen muss, ob die Weihnachtsgeschenke wirklich pünktlich ankommen. Bisher ging es vor allem um Lieferengpässe. Jetzt soll es aber auch verschärfte Maßnahmen geben an immer mehr Orten. Was würde 2G für den Handel in dieser wichtigen Zeit bedeuten? Man muss das natürlich richtig einordnen. Wir haben ja Hygienekonzepte im Einzelhandel. Wir haben eine Maskenpflicht im Einzelhandel, die auch weiterhin aufrechterhalten bleibt. Das ist auch unsere Forderung, sodass man in dieser Pandemie sicheres Einkaufen ermöglichen kann. Und momentan ist nicht 2G oder 3G beim Einkaufen vorgesehen. Wir halten es auch gar nicht für erforderlich, weil die Maßnahmen, die heute schon da sind, wenn die konsequent angewendet werden, wie beispielsweise die Maskenpflicht, aber auch die Abstandsregeln und vor allen Dingen das Thema Impfen noch weiter vorangebracht wird, dann ist das gar nicht nötig. Verfassungsrechtlich auch nicht so ganz einfach einzuschätzen. Und wir sehen natürlich eben, dass wir auch dort, wo der Handel die gesamte Zeit geöffnet war, beispielsweise in den Lebensmittelgeschäften, keine Infektionscluster hatten. Das heißt, wir haben in der Branche wirklich absolut dafür gesorgt, dass sicheres Einkaufen in dieser Pandemie möglich ist. Und darauf setzen wir natürlich weiterhin. In diesem Jahr, Gott sei Dank, jetzt um die Weihnachtszeit herum, bisher zumindest kein Lockdown, scheint auch nicht geplant zu sein. Hat sich der Handel schon erholt? Merkt man, dass jetzt das Weihnachtsgeschäft schon wieder besser läuft als letztes Jahr? Ja, man muss die Frage vielleicht zweiteilig beantworten. Wir haben natürlich wahnsinnig viel Umsatz verloren. Viele Unternehmen haben ihr Eigenkapital aufgebraucht durch diesen langen Lockdown. Der ging ja faktisch bis in den Juni hinein. Hier in Berlin musste man bis zum 4. Juni noch einen Testnachweis bringen, wenn man einkaufen gehen wollte. Und insofern ist natürlich jetzt die Zeit eine andere. Wir haben im Oktober gesehen, dass viele unserer Einzelhändler wieder zufrieden sind mit der Umsatzentwicklung. Und wir haben auch gesehen, dass die Menschen im Grunde genommen einkaufen wollen. Wir haben ja keine Konsumverweigerung. Wir haben auch eine hohe Kaufkraft, die da ist. Allein letztes Jahr sind 100 Milliarden Euro auf die Sparkonten zusätzlich geflossen. Und das sind Gelder, die natürlich jetzt auch wieder zurückgehen in den Konsum und natürlich auch in das Weihnachtsgeschäft. Also wir erwarten sogar ein Plus von 2% dieses Jahr. Aber auch kein Wunder, weil natürlich letztes Jahr ab Mitte Dezember die Non-Food-Geschäfte, die Innenstadtläden, alle geschlossen waren. Jetzt sagen Sie, die Leute wollen gerne einkaufen gehen, aber man hat sich tatsächlich in dieser Zeit ja auch etwas auf das Bestellen, an das Bestellen gewöhnt, vor allem im letzten Jahr. Gibt es da jetzt neue Wege? Haben Sie bei vielen Händlern gesehen, dass Sie einen Weg gefunden haben, auch online weiter Geld zu verdienen? Oder kommt man gegen Amazon und Co. einfach noch immer nicht an und man setzt wirklich auf die Einkaufsstraßen? Natürlich haben Marktplätze wie Amazon eine unheimlich hohe Bedeutung oder eine Marktmacht. Aber man muss sehen, dass viele tausende selbstständige Händler längst schon über diese Marktplätze zum Verbraucher gehen, dort ihre Produkte anbieten. Das Thema E-Commerce hat nochmal an Fahrt aufgenommen. Insgesamt ist der gesamte deutsche Handel viel digitaler als vor der Pandemie. Und unsere Händler haben sich entsprechend gekümmert. Es gibt keinen großen Einzelhändler in Innenstädten, der nicht einen E-Commerce-Shop hat und dort die Kunden genauso bedient. Und für uns Verbraucher ist es, glaube ich, relativ normal gewesen, in dieser Handelswelt beides zu nutzen, im Internet einzukaufen, aber auch in ein tolles Geschäft, in eine schöne Innenstadt zu gehen. Insofern nutzen die Kunden das auch. Wir erleben aber gerade, und das war jetzt im Oktober der Fall, dass viele Kunden wirklich in die Innenstädte zurückgegangen sind, mit der Familie gemeinsam eingekauft haben, Produkte dort ausgesucht haben, anprobiert haben und nicht nur über das Netz bestellen. Wenn es dann nicht passt und es zurückgeschickt werden muss, ist ja auch ein Aufwand damit verbunden. Also insofern sehen wir dort eine weitere Entwicklung, die für den Handel insgesamt gut ist. Und eben der Hauptanteil auch über die Marktplätze ist von vielen selbstständigen Händlern gekommen, die E-Commerce als zweites Standbein betreiben.